Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Seid einmal mehr gegrüßt, mein hochfettes Publikum. Und ich grüße euch hier schon wieder aus dem Handbuch, weil wir haben wieder Ausrufezeichen. Ausrüstung, gucken wir mal. Ach du meine Güte, gibt eine Menge zu verkaufen, wie es aussieht. Wir schauen mal rein. Handschuhe. Zwei Punkte Offensive, das hatten wir lange nicht mehr. Ich guck noch mal. Ja, nö, ich wollte gucken, ob da vielleicht was gesockelt ist, ne? Wir hatten da ja vorhin was. So, einmal da müssen wir natürlich gleich das Erscheinungsbild ändern. Das machen wir gleich mal. Mit X geht das, ne? Ja, mit X. Wir wissen ja schon langsam, wie das alles läuft. Ja, das waren sie. Die Handschuhe meiner Wahl, ich wollte gerade sagen unserer Wahl. Eine Gesichtsbekleidung. Schauen wir auch mal. Nö. Kann verscheuert werden. Und eine Kopfbekleidung. Ich glaube, da bleiben wir auch beim legendären Hexerhut. Nö, die Schiebermütze hier. Lederne Schiebermütze. Ist tatsächlich eine Schiebermütze. Ja, aber die hat 6 Verteidigung. 6! Wir haben 6, Leute. Das ist gut. Soll ich mal zerstören? Nein, mache ich nicht. Ich rüste... Sieht das scheiße aus, Digga. Nein! Nein! Er hat uns das angetan. Okay, alles klar. Weißt du was? Erscheinungsbild ändern. Wo ist der lederne Hut? Der lederne Hexerhut. Erscheinungsbild ändern. Ach, das sieht so cool aus. So. Nächstes Mal gibt es auch wieder Zaubererhut. Dieses Mal nochmal hier das rote Mittelalterbarett. Das nächste Mal habe ich wieder meinen riesengroßen Zauberhut auf. Und irgendwann werde ich einen Dreispitz haben. So, wir gehen raus aus der Sache und gucken. Oh, hä? Ach so, wir sind Level 21? Alter Schwede, gut. Sehr schön. So, dann, kommen eigentlich die neuen Sachen dazu? Ich guck mal kurz hier in die Haupttalente. Bei Stufe 22, also noch eine Stufe, dann haben wir alles. Stupor, ausweichen, sind wir momentan nicht so gut. Ich will mal kurz gucken. Raum der Wünsche, ich weiß nicht, ob uns das in irgendeiner Form weiterbringt. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl. Wirkung Unsichtbarkeitstrank hält länger an. Den nutzen wir, haben wir eigentlich gar, doch wir haben welchen, aber wir nutzen sie nicht. Kopfschmerz, der Schaden und die Dauer des Kampf- und Fähigkeitseffekts, hätten wir auch schon lange machen können, ne? Achso, das geht erst bei 22. Alles klar. Und dann haben wir hier noch Schleichen. Ja, hier. Du kannst sprinten. Aha, ja. Gib her. Boah. Der Controller vibriert wie irre. So, dann haben wir hier unten noch Herausforderungen. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Was haben wir denn da wieder geschafft? Oh, zwei Dinge gleich. So, Kampf haben wir geschafft. Besiege Kobolde. Aha, Widerstand gegen Kobold Silber 1. Holen wir uns. Und hier, jetzt müssen wir 60 Kobolde besiegen. Alles klar, das machen wir doch mit links. Warum nicht mit rechts? Weil rechts böse ist. So, sag ich nicht, aber das sagt der Volksmund so. Sammle Spuren alter Magie. Finde alle Überreste alter Magie an zwei entsprechenden Orten. Aha, ja, ja, das ist noch eine weitere Geschichte hier, ne? Okay, alles klar. Wir sind super. Wir sind klasse. So. Wird allerdings auch mal wieder Zeit, nach Schnoggenworts zurückzukehren. Sammlungen. Was haben wir denn da jetzt gefunden? Aha. Eigenschaften, die du gesammelt hast. 9 von 75. Na, heiliger Vater. Knuddelmuffhaar. Ich will kein Knuddelmuffhaar. Reduzierter Schaden durch Kobolde. Ja. Knuddelmuffhaar, da sind Popel drin. Nee, will ich nicht. Wenn du nicht weißt, was ich hier rede, dann denke einfach, der alte Mann redet wirres Zeug oder... Nun ja. Siehe ein, dass du nicht alles weißt.
Herr Babcock. Warum ich das lustig finde? Ja. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ja, vielleicht. Nein, eigentlich nicht. Du hast nichts, was ich brauche derzeit. Das tut mir schrecklich leid, aber es ist so. Hexerhut legendär. Warum sollte ich den verkaufen? Hä? Habe ich den jetzt zweimal? Ah ja, weil ich die Schiebermütze anhab und die hat nur das Aussehen. Okay, dann verkaufe ich mal. Es tut mir leid, aber der Hexerhut muss weg. So, zack. Und ihr habt sicherlich schon gesehen, dass ich irgendetwas verkauft habe, das total wertlos war. Das tut mir so leid. Wanderladen. Gibt es hier auch ein Wanderradio in diesem Spiel? Ja, das war ja jetzt mal interessant da oben. Nö. Das war ja jetzt mal interessant da oben mit dem, mit der alten Magie. Also ich muss sagen, das Spielen mit Maus und Tastatur ist dann doch an einigen Stellen intuitiver. Finde ich zumindest. Also das kannst du anders sehen. Aber vielleicht gibt sich das ja noch. Also ihr habt ja gesehen, ich war zwar nicht perfekt mit Maus und Tastatur, aber wohl auf jeden Fall besser als jetzt, oder? Wie seht ihr das? Also dieses Umgucken mit dem Analogstick ist schon einigermaßen gewöhnungsbedürftig. Vielleicht muss ich da auch noch ein bisschen was nachstellen, also wie zum Beispiel Empfindlichkeiten und so. Denn der kommt mir teilweise, der beschleunigt ein bisschen sehr stark. Und mir ist es, also es gibt ja in diesem Spiel massig an Einstellungen. Es ist mir sehr willkommen. Ich mag ja sonst keine Spoilerei, aber das gilt für mich nicht als Spoilerei. Es ist mir sehr willkommen, wenn ihr mir da irgendwie Tipps geben könnt für die Einstellungen, sodass das halt nicht... Die armen Kunden trauen sich gar nicht raus. Moin. Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Es war schwer. Ich habe sie einfach überrascht. Ich konnte sie überrumpeln. Ja. Ach, ich wünschte, mein Bruder hätte das vermocht. Dann wäre er vielleicht noch bei mir. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Sie haben für Bardolph getan, was ich nicht konnte. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Danke für Ihre Zeit. Ja, die hat nur diese komischen... dass sie Inferios Überreste hat, finde ich seltsam. Danke. Ja, ciao mit V. Ja, und ich frage mich jetzt... Wirklich. Was habe ich da gerade bekommen? Ich glaube irgendwie eine Verzauberung. Prächtiger Schal in Siena. Weißt du was? So, nimmt auch alles auf. Ich hoffe immer, ich hoffe, also heute ist es ganz besonders komisch, weil ich nämlich die Tastatur, auf der ich, ich kann ja hier über den Controller auch nicht OBS steuern, ne? Ich muss dann immer da, ne? Ich habe Aufnehmen auf der F12-Taste, wo eigentlich nie was liegt. Jetzt kriegt ihr hier Einblicke. So, schauen wir mal, der Schal in Siena. Wie der wohl aussieht? Ob der gut ist? Also vom Farblichen her, oh, schaut mal, 4 Offensive. Gucken wir mal. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, der passt farblich nicht. Kollege von mir sagte schon neulich, dass ich etwas cool rüberkommen würde, weil ich so auf die Klamotten achte. Ja, dann sieh das doch so. Bin aber hetero. Kannst mir glauben. So, warte, das war der falsche. Ich brauche den mit dem Uhrwerkmuster. Der ist hier unten, glaube ich, ne? Chinesischen Feuerball, nö. Aha. Wo ist denn dieses Uhrwerkmuster? Also der auf keinen Fall. Aha. Schal mit goldenem Schmatz.
Aber ich gehe mal hier einfach mal durch. Ich habe den Verdacht, dass mir hier einiges falsch angezeigt wird. Die Farben sind nämlich auch nicht immer malvenfarbener Schaden. Oh, der ist aber mal. Ja, warte mal. Ich will lieber von vorne sehen, dann weiß ich. War das der hier? Ach nee, Uhrwerkmotiv war blau. Ja, das hatten wir vorher. Ich glaube, der war's. Sehe wieder schick aus, ne? Ja, soweit es in meiner Macht steht, lege ich auch im Realleben auf mein Äußeres einigermaßen Wert. Soweit das noch möglich ist. Guckt euch dieses Gesicht an. Kann dieses Gesicht lügen? Sammlungen. Beschwörungen. Ah, ja. Das ist was für meinen Raum da. Ah, Mann. Alter Honko, das rülpst. Ah! Ein Totenkopf als Wanddekoration. Das könnte ich mir dann auch in meinem Raum vorstellen. Ich müsste den noch einrichten. Das mache ich dann nächstes Mal. 21 von 140. Na, herzlichen Dank. Nee, also, dass wir wirklich 100% alles bekommen in diesem Spiel. Ich weiß ja auch nicht, wenn man die Story abgeschlossen hat. Bitte nicht spoilern. Wenn man die Story abgeschlossen hat, weiß ich nicht, ob man dann noch weiterspielen kann. Ich möchte mal kurz auf die Karte gucken. Wie weit wir hier sind. Ich habe natürlich immer wieder die falsche Taste gedrückt. Ist schön. Oh. Holla. Also hier oben ist noch eine Menge. Pitten up und fort. Ja, hier ist das, wo wir die Prüfung abschließen sollen. Aber ich bin immer noch irgendwie nicht bereit dazu. Ich würde gerne hier oben noch ein bisschen rumeiern. Was ist das denn hier? Flüchtige Begegnung. Eier. Ich weiß nicht, ob ich das... Nein, das ist ja... Alter, ich hätte beinahe, ne? Warte mal. Ja, super. Ich will mal in die Aufträge gucken. Aufträge. Professor Garlic. Ich müsste irgendein paar einfache Gegner finden, wie Straßenpöter oder sowas. Folge den Schmetterlingen. Da steht nicht, welche... Da 25... Ja, das könnten wir auch demnächst weitermachen. Hier diese komischen Sammeldinger können wir auch machen. Flüchtige Begegnung, ja, 30. Naja. Wir müssten eigentlich zurück nach Hogwarts, aber ich mag eigentlich noch nicht. Ich mag eigentlich noch ein bisschen erkunden. Wir haben hier heute schon so viel Spaß. Und Pitten ab und fort finde ich irgendwie interessant. Warte mal. Wir werden mal nochmal auf die Karte gehen. Ich drücke immer die falsche Taste, weil hier gibt es tatsächlich eine Kartentaste und da könnte ich mir den Umweg hier sparen. Ich würde ganz gerne diese Flohflammen hier mal erkunden. Genauso heißt das. Die Rackham-Prüfung habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Jetzt noch nicht. So, und erinnert mich bitte dran, dass wenn ich das nächste Mal irgendwelche einfach... Oh, was ist das denn da? Sumpfkrattler-Warnung. Achtung, Sumpfkrattler gesichtet. Vorsicht. Ja, und dafür habe ich jetzt wieder ein Ausrufezeichen im Inventar. Ich hasse dieses Spiel. Nein, tue ich nicht. Das sollte ich untersuchen. Was denn? Da ist eine Höhle. Moment. Ach so, das ist die, das ist hier unten, wo der Friedhof ist. Ja. Na, sind sie wieder respawned? Nee, das ist da unten, wo der Friedhof ist. Da brauchen wir Schlösser knacken, Stufe 3. Wir machen jetzt ganz einfach mal diese Flohflamme klar. Ja, so langsam zerbricht meine Stimme wieder. Aber ist schon besser geworden. Ja.
Die schlechte Angewohnheit einzuschränken lohnt sich. So, wenn ich jetzt irgendwelche kleineren Gegner sehe, mehr oder weniger kleine Gegner, dann sollte ich mal... wie mache ich das, dass ich sämtliche, also alle drei Kampf-Dinge einsetze, also die Kräuter da. Dafür müsste ich eine Alraune, eine Venemosa Tentacula und eine... was weiß ich? Kaukohl. Gemeinsam einsetzen. Ach, ich sehe schon wieder. Ich sollte mal speichern. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich habe ganz vergessen, dass ich ja gar nicht mit der Tastatur speichern kann, wenn ich hier... Ja, es ist ganz komisch. Müsste mich da noch mal ein bisschen schlau machen. Spiel speichern. Einfach überspeichern. Ja. Und auf geht's. Speicherung abgebrochen. Das ist ja mal lustig, ne? Also... fuck, ne? Wenn ich jetzt B drücke, dann bevor Speicherung abgeschlossen ist, dann bricht er das Speichern ab. Ja, das ist ja interessant. Das ist sehr interessant. Nein, ich will das... Digga. Ja, so langsam komme ich irgendwie ein bisschen ins Schwimmen hier. Ja. Ah, guck mal, da. Ja, das ist dieses Schriftstück da von eben. Achtung, Sumpfkratler. Ja. Eine Warnung vor einem gefährlichen Sumpfkratler in der Gegend. Es waren mehrere. Es waren mehrere. The fuck. Ist ja schon wieder dunkel. So. Sumpf an der Nordfurz. Okay. Ich hoffe, das sind nicht wieder die Wilderer. Warte mal. Eben war da noch ein roter... Was habe ich hier? Wow! Fuck! Ah! Oh, Gegner auf höheren Stufen. Ich mache mich mal hier weg. Alter, was war das? Was zum Geier war das? Was zum... Oh, ich bin weg. Digga, nein, ne? Vierundzwanzig, alter Schwede. Warte mal. Ja, mit alter Magie geht sowas. So, haben wir zumindest einen von den Viechern hier. Ja. Kann ich mal? Ich habe momentan keine Möglichkeit, das... Ah ja, jetzt. Ja, manchmal ist die Steuerung ein wenig fragwürdig. Ja, so heißt das. Da ist ein Ballon. Ich glaube, das ist der letzte von diesen
Der letzte ihrer Art. Also von diesem Set hier. Ach nee, da ist noch mehr. Der versucht, mich hier oben runterzuholen. Wollen wir uns den noch holen? Ich weiß, es kann unglaublich übel enden. Und wird es wahrscheinlich auch. Mondstein. Aber Mondstein ist nichts gegen die Mondzukunft. Insider. Die Mondzukunft. Legendär. Sei gegrüßt, Mondzukunft, wenn du das hier siehst. Ich bin irgendwie ein bisschen nervös jetzt gerade hier.